chronische Depressionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie chronisch sind, das heißt lange andauern. Ich in der Regel länger als 2 Jahre darunter leide, dass ich nicht so erlebnisfähig bin wie andere Menschen in meinem Umfeld, mich zurückziehe, weniger aktiv bin und auch beeinträchtigt bin im sozialen Leben, im Beruf. Und vor allen Dingen viel Grübel in einfachen zwischenmenschlichen Situationen mit viel zu viele Gedanken mache, ja, und so einen allgemeinen Rückzug von anderen habe. Zunächst mal vor allen Dingen aufgrund des Zeitkriteriums. Von einer Depression sprechen wir, wenn traurige Stimmung, traurige verzweifelte Stimmung, Antriebslosigkeit und Lustlosigkeit länger als 2 Wochen anhalten. Bei chronischen Depressionen ist das länger als 2 Jahre. Vor allen Dingen beginnen chronische Depressionen oft in der Jugend, im frühen Erwachsenenalter. Es gibt 2 Möglichkeiten, die idealerweise beide eingesetzt werden. Es gibt eine pharmakologische Behandlungsmöglichkeit mit Medikamenten, Antidepressiva, typischerweise Serotoninwiederaufnahmehämmern, aber auch anderen Medikamenten. Da gibt es inzwischen eine große Palette. Und die andere Komponente, die wir immer einsetzen in unserer Klinik, ist die Psychotherapie. Hier gibt es auch spezialisierte Verfahren, die genau auf die Bedürfnisse von chronisch depressiven Patienten zugeschnitten sind.